Hallo, ja, und herzlich willkommen zum letzten Teil meines sozusagen Buchvorstellungsmarathons. Ja, das vierte Buch, was ich heute noch vorstellen wollte, ist ein Jugendbuch, was ich bei Amazon in den Empfehlungen, glaube ich, mit hatte. Also es wurde mir mal als Empfehlung mit angezeigt und ich habe mir das dann mal durchgelesen, um was es da geht, und habe mich dafür interessiert, es auf meinen Wunschzettel gepackt und jetzt vor kurzem bestellt. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe es an einem Tag durchgelesen. Also ich habe es gestern früh angefangen. Gestern früh bezieht sich auf den, lasst mich kurz nachgucken, 6. September. Also wenn das Video jetzt hochkommt, werdet ihr merken, wie alt dieses Video eigentlich ist. Ja, weil ich arbeite zurzeit auf Vorrat, damit ich auch genügend Zeit habe, um zwischendurch Bücher zu lesen. Ansonsten würdet ihr unregelmäßiger Buchvorstellungen hochgeladen bekommen. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, ein bisschen zu horten. Und deswegen, ja. Also heute ist der 7. September 2011. Und ich weiß nicht, wann das jetzt hochkommt. Wahrscheinlich erst in ein oder zwei Monaten so. Auf jeden Fall habe ich das gestern durchgelesen. Und zwar geht es um Schmerzverliebt von Christina Dunker. So. Es ist ein Jugendbuch, würde ich jetzt einfach so sagen, weil es von der Sprache her so rüberkommt. Das ist nichts. Also es sind keine schwierigen Begriffe drin, ganz einfach. Keine schwierigen Begriffe, und es ist halt, naja, einfach so eine Erzählung. So. Außerdem ist unsere Hauptperson, die Pia heißt, jugendlich, also sie ist 16. So. Deswegen würde ich sagen, dass es ein Jugendbuch ist und es sich auch sehr stark an Jugendliche richtet. Genau. So. Also wie der Titel schon sagt, Schmerzverliebt, geht es um Pia, die als Ausweg zu ihren Problemen keine andere Möglichkeit sieht, als sich zu verletzen. Also selbstverletzendes Verhalten. Das ist das, worum es hier eigentlich geht. Und ja, Pia versucht irgendwie Halt zu finden in ihrem Leben. Sie hat eigentlich ein glückliches Zuhause. Also sie hat Eltern und einen Bruder. Und sie wohnt in einem Haus. Die Eltern sind berufstätig. Der Bruder engagiert sich für den Umweltschutz und für den Tierschutz, und ja, sie ist auf dem Gymnasium, es geht ihr eigentlich gut, aber es ist halt alles nur heile Welt vorgespielt, sagen wir so. Also man merkt es so dann zwischen den Zeilen, sie spricht es nicht direkt aus, aber ihr kommt so vor, als wären ihre Eltern nie zufrieden mit ihr und die Erwartungen an sie sind zu hoch, und sie fühlt sich halt überfordert mit ihrem Leben, mit ihrem Teenager-Dasein. Sie möchte einfach, sie möchte frei sein, sie möchte sich selbst kennenlernen, aber sie kann es halt in dieser Familie nicht so richtig. Und sie lernt dann Sebastian kennen. Sebastian ist ihre erste große Liebe. Es geht auch alles recht schnell, muss man so sagen. Also, ich glaube, am zweiten Tag sagen sie sich schon, dass sie sich lieben. Und am ersten Tag knutschen sie rum, nach ein paar Stunden, wo sie sich kennen. Es geht alles recht fix, ja, aber das ist heutzutage halt einfach so. Und ja, aber das ist mir jetzt so aufgefallen, weil Sarah damals in ihrer Buchvorstellung von meinem Buch gesagt hat, es geht alles so schnell bei meinem Buch. Es geht ihr zu schnell mit diesem Ich liebe dich und in der Kiste landen und so. Ja, also ist in dem Buch auch so. Die Jugend ist heutzutage so, Sarah. Damit müssen wir leben. Ja, und Sebastian lernt sie halt kennen und er will ihr Halt geben irgendwie, und sie möchte, dass er ihr Halt gibt, aber es klappt halt nicht so richtig. Es geht viel schief. Der Vater von Sebastian hat einen Job, der schon mal ihrem Bruder nicht gefällt. Also ich werde euch jetzt nicht sagen, um was es geht, weil sich darauf so ziemlich der größte Streit aufbaut. Aber der Job seines Vaters ist nicht ganz jedermanns Sache. Und deswegen bekommt Daniel dann... Daniel! Oh Gott, es tut mir leid. Habe ich jetzt Daniel gesagt? Ich meinte Sebastian. Sebastian bekommt dann Probleme mit Pias Bruder Benedikt, genannt Benne im Buch. Ja, genau, das ist so das. Ja, und was man noch zu Sebastian sagen könnte, ist, dass er ein paar mehr Funde hat. Also er ist dick und er wird von allen Leuten Fleischwurst genannt, was ich nicht so toll fand, aber es ist heutzutage halt so, ne? Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also ich konnte mich sehr gut in die Geschichte hineinversetzen. Und ja, also die Außenwelt möchte eigentlich nicht so akzeptieren, dass Pia, die sportlich, schlank und hübsch ist, mit diesem
dickeren Jungen zusammen ist. Und das hat mich schon teilweise recht wütend gemacht, was die dann so gesagt haben. Und dass sie ihn halt immer Fleischwurst genannt haben, das hat mich auch total mitgenommen. Ja, also ich mag sowas überhaupt nicht. Echt, ohne Scheiß. Genau, also das, worum es hier eigentlich geht, spielt sich nur an ein paar Tagen ab. Also Sebastian und Pia kommen dann zusammen. Und es ist aber alles nicht so. Auf den ersten Blick ist alles gut. Pia hat immer solche Gefühlsschwankungen und zieht sich dann halt auch zurück und verletzt sich, wie gesagt, selbst. Und diese Verletzungen werden dann immer schlimmer, bis dann sogar etwas passiert, was ihre Eltern endlich wachrüttelt. Beziehungsweise am Anfang nicht, aber dann gegen Ende des Buchs, dann auf den letzten paar Seiten, enthüllt sie sich dann halt so. Und ich muss sagen, dass mir das Ende nicht ganz so gefallen hat von dem Buch. Es ist ein bisschen Knall auf Fall und endet eigentlich damit, dass gesagt wird, dass Pia sich bitte einen Psychologen suchen soll. So. Und ja, es ist halt. Ich weiß auch nicht. Es ist halt so typisch. Ja. Ich meine, ist es richtig, das so zu schreiben in einem Buch, was solche Themen behandelt, aber die Art und Weise, wie ihr das dann nahe gebracht wird, das fand ich nicht so die beste. Ja, genau. Also ihr wisst ja, dass ich mich, also wer mein erstes Buch gelesen hat, weiß, dass ich mich für das Thema Selbstverletzung interessiere. Und deswegen habe ich mir das auch gekauft und durchgelesen. Und ich fand es eigentlich sehr schön. Also es ist zwar ein Jugendroman, aber er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, es könnten auch erwachsene Leute lesen, um vielleicht ein bisschen was zu lernen und sich besser vielleicht in ihre Kinder hineinzuversetzen und drüber nachdenken, was sie ihren Kindern sagen, weil es manchmal falsch ankommen könnte. So kam es bei Pia nämlich immer falsch an. Also es ist schon manchmal, ich würde sagen, es könnte auch ein Ratgeber sein. Es ist so ein bisschen ein Ratgeberroman, könnte man so sagen. So. Das Buch hat insgesamt 211 Seiten. Also es sind nicht besonders viele. Und die Schrift ist ganz normal groß. Und es wird halt teilweise aus Sicht von Pia geschrieben, das ist dann Ich-Erzähler, oder aus Sicht von Sebastian, hier zum Beispiel. Also die Kapitel haben die Überschriften von den Personen. Und aus Sebastians Sicht ist es aber ein unpersönlicher Erzähler. So. Das verwirrt manchmal ein bisschen, fand ich zumindest. Also ich konnte mich aus Sebastians Sicht jetzt nicht unbedingt damit anfreunden, was so passiert. Ich hätte es besser gefunden, wenn beide in der persönlichen Erzählform geschrieben wären, geschrieben worden wären. So. Aber ansonsten fand ich es halt wirklich sehr schön. Also die Gefühle von Pia wurden sehr gut dargestellt. Auch die Gründe, warum sie sich verletzt, sind eigentlich einleuchtend. Zumindest wenn man sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt hat, so wie ich. Und also man leidet mit Pia mit, man möchte sie beschützen, man möchte sie in den Arm nehmen und ihr das Zeug wegnehmen, womit sie sich verletzt. Ja. Und auch mit Sebastian konnte ich mich sehr, sehr gut anfreunden. Also beide sehr sympathisch. Und sie hat eine beste Freundin, Pia. Das ist ja. Wie hieß eigentlich ihre beste Freundin? Oh Gott. Moment. Hier geht es um Sebastian. Und dann Conny. Genau, Conny war ihre beste Freundin. Aber ich finde Conny als beste Freundin nicht gerade geeignet. Also sie hat wenig Taktgefühl. Man merkt, dass sie eigentlich nur über Pia an Benedikt rankommen möchte. Also an den Bruder von Pia. An Benedikt, der Name der. Damit kann ich überhaupt keinen Bezug zum Buch aufbauen, weil die ganze Zeit Benne genannt wird. Und ja, also die beste Freundin finde ich jetzt nicht so dolle. Also warum sie beste Freundinnen sind oder waren, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das für mich nicht viel mit Freundschaft zu tun hat. Auch weil Conny halt lästert über Sebastian und es nicht so toll findet, dass Pia und Sebastian zusammen sind. Und das sollte man in einer Freundschaft eigentlich akzeptieren und sich für den anderen freuen. So. Also ich fand Conny jetzt nicht so nett. Eigentlich fand ich Conny zum Kotzen. Ja, um ehrlich zu sein, ja. Ich fand auch Pias Bruder, Benedikt, Benne, sehr unsympathisch im Buch, aber das soll, glaube ich, so sein. Man kann seine Ansichten teilweise nachvollziehen, aber als Bruder ist er auch nicht so geeignet, also nicht so ein toller Bruder.
Aber Pia und Sebastian sind halt sehr niedliche Charaktere, mit denen man sich, in die man sich gut hineinversetzen kann und die einem auch, ach, die einem auch ans Herz wachsen. Es ist leider ein bisschen alles Knall auf Fall. Also ich warne euch vor. Es geht alles ziemlich schnell und Pia rauscht von einem Problem in das nächste und von einer Gefühlsschwankung in die nächste. Und ja, es ist ein Auf und Ab der Gefühle, aber mir hat es sehr gut gefallen. So. Genau. Es ist rausgekommen im Verlag Belz und Gelberg. So. Von dem Verlag habe ich persönlich noch nie in meinem Leben irgendwas gehört. Aber vielleicht sagt euch das ja was. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, das Buch war nicht sehr teuer. Amazon Marketplace, glaube ich, für 4 Euro, glaube ich, so ungefähr. 4 oder 5 Euro waren es, plus Versandkosten. Und ja, ist ein schönes Buch. Kostet eigentlich 6,90 Euro. So. Falls ihr das irgendwo anders seht. Genau. Damit ist mein Buchvorstellungsmarathon jetzt beendet. Ja, das vierte Video heute aufgenommen. Und ich glaube, mit der letzten Buchvorstellung bin ich am meisten zufrieden. So, das wollte ich sagen, genau. Weil ich dieses Buch auch gerade eben erst gelesen habe, genauer gesagt, ja, gestern dann. Und die Erinnerung ist noch sehr frisch. Und es hat mich sehr berührt, es hat mich sehr bewegt. Und ja, es ist mir ans Herz gegangen. Es hat genau meine Erwartungen erfüllt, eigentlich. Ja. Zwischendrin dachte ich, es würde meine Erwartungen nicht erfüllen, aber gegen Ende dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Und das ist gut, das ist positiv, würde ich sagen. So, genau. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Und vielleicht habe ich bald wieder einen Buchvorstellungsmarathon, aber ich hoffe nicht, weil es ist eigentlich nicht so toll, alles nacheinander aufzunehmen. So, genau. Und jetzt bin ich erstmal wieder weg. Wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche euch was, wie immer. Bis dann.